Hallo, ich mache seit 2012 eine Gallenreinigung nach der Methode der Andreas Moritz. Ich habe ein Video genau 2012 hier reingetan und da drin habe ich die Gallensteine, was aus mir rausgekommen sind, auch euch gezeigt. Ich habe leider gesehen, dass einige Leute behaupten, dass es einfach so Blasen sind, die durch Grapefruit bzw. Olivenöl entstehen. 2012 und 13, 14 habe ich Erfolg gehabt, habe ich diese Gallensteine bekommen. 2015 und 16 ist nichts rausgekommen. Sollte das der Fall sein, warum passiert dann das nicht jedes Mal? Ich mache immer das Gleiche. Das heißt, eine Woche lang nehme ich, trinke ich 2 Liter Apfelsaft, nehme gar keine Eiweiß bzw. keine tierischen Produkte zu mir, versuche auch so wenig wie möglich eigentlich zu essen, viel Obst zu essen. Immer die gleiche Methode. Heute haben wir den 19. März 2017, an einem Sonntag, habe ich mir die Zeit genommen, die ganze Woche habe ich nicht gegessen, viel Apfelsaft getrunken und wie ihr seht, ich habe wieder solche Steine aus meinem Körper hier auf dem Tisch, was ich euch zeige. Wie ihr seht, recht groß. Einfach interessenhalber. Ihr habt ja gesehen, also dieser Stein zum Beispiel ist ungefähr 2 cm, vielleicht auch länger. Ich möchte jetzt mit dem Messer hier aufschneiden und gucken, was es hier da drin ist. Ist das Olivenöl? Ist es Grapefruit? Was ist das denn? Was glaubt ihr hier? Ich behaupte immer noch, dass sie diese Ablagerungen sind, was in der Galle und Leber sind. Wollte euch in diesem Video zeigen. Ich habe natürlich haufenweise kleine Grieß gehabt, die haben ausgesehen in der Größe wie ein Erbsen und der eine war ja halt sehr groß, 2 cm. Es ist im Moment 8:30 Uhr, ich habe meine vierte bzw. zweite heute meine Bittersalz auch zu mir genommen und hoffe, dass weitere Steine aus meinem Körper ausgeschieden werden.